Okay, wir haben in einem anderen Video ja bereits über das Thema des Git-Prozesses gesprochen. Diesmal geht es um eine Sondersituation. Um die Situation, die so besonders ist, dass sie eigentlich ständig auftritt. Oder immer wieder mal. Zumindest, wenn man nicht richtig ordentlich arbeitet. Diesmal geht es um den Merge. Wenn ihr euch über den Merge-Prozess interessiert und wie das eigentlich funktioniert, ja, dranbleiben. Gut, also, wir haben ja gesagt, Versionsverwaltung brauche ich spätestens dann, wenn ich mit mehreren Personen gleichzeitig im Projekt bin. Zugegeben, Merges und Konflikte, oder besser gesagt, Konflikte passieren seltener, wenn wir alleine arbeiten. Ja, mit uns selber haben wir selten einen Konflikt. Aber diesmal sehen wir uns an, wie der Konflikt funktioniert. Also, wir haben ja gesagt, jeder arbeitet lokal am Source Code. Es werden Änderungen gemacht, sie werden committed oder gepusht am Server, sie werden mit Pull wieder vom Server heruntergeholt. Aber was passiert in dieser Variante genau? Also, wir haben hier zwei Entwickler. Der eine Entwickler oben hat grün dargestellt eine Zeile im Source Code hinzugefügt und zwar in der gleichen Datei wie auch die Entwicklerin weiter unten. Auch im Versionsverwaltungsserver ist bereits der Source Code vorhanden. Nur wie gesagt, der obere Entwickler, der hat eine neue Zeile hinzugefügt. So, aber auch die untere Entwicklerin kommt auf die Idee, okay, dort lösche ich eine Zeile, ich gebe die einfach weg. So, jetzt haben beide die gleiche Datei bearbeitet. Also beide haben die gleiche Datei bearbeitet und jetzt ist die Frage, wie kommt das Ergebnis zustande? Also der obere Entwickler zum Beispiel in diesem Fall committet lokal und pusht seine Änderung auf den Server. Damit ist die Datei auf den Server übertragen. Soweit, so gut. Die Entwicklerin weiter unten, die in diesem Fall diese Zeile gelöscht hat oder eine Zeile oben gelöscht hat, diese Entwicklerin weiß allerdings nicht, dass es bereits einen Push gibt von einem anderen und versucht selbst zu pushen. Und jetzt würde man vielleicht glauben, das funktioniert auch, tut es aber nicht. Ja? Der Server wird diese Version verweigern und zwar würde er sagen, hey, das funktioniert so nicht, du hast ja gar nicht die aktuellste Version bei dir lokal. Also muss sie erst diese Version sich mit Pull herunterholen. Gut, jetzt hat sie lokal die Version mit Pull und dann wird lokal ein Merge gemacht. Das heißt, die Version, wo die Zeile dazugekommen ist, wird mit ihrer Version lokal gemerged, also zusammengeführt. Und weil das so schön ist in diesem Fall, dass unten was dazukommt, oben was wegkommt, kann die Software das automatisch machen. Okay, sie kann aus diesen beiden Versionen unten eine Zeile dazu, oben eine Zeile weg, eine gemeinsame Version machen und kann das automatisch mergen. Das heißt, es wird dieser Merge gemacht und wenn dieser gemacht ist, dann wird das sozusagen lokal übernommen. Es ist in diesem Fall kein Konflikt aufgetreten. Kein Konflikt heißt, die Software konnte es automatisch machen. Und jetzt, da die untere Entwicklerin diesen Merge gemacht hat und hoffentlich auch überprüft hat, ob jetzt die Software noch funktioniert, denn das ist wieder eine andere Geschichte. Jetzt, wo sie das überprüft hat, kann sie auch entsprechend einen Push machen, sofern nicht vorher jemand anderer gepusht hat. Und dann sind beide Versionen in der Versionsverwaltung in der richtigen Reihenfolge und hoffentlich auch geprüft, dass sie noch funktionieren. Also, wie funktioniert so ein Merge? Nochmal zusammengefasst. Entwickler 1 macht Änderungen lokal. Wir entwickeln immer nur lokal, ist klar. Dann kommt ein Commit. Auch dieser ist lokal in das lokale Repository. Dann wird ein Push auf den Server gemacht und die Entwicklerin oder der Entwickler 2 macht ebenfalls lokale Änderungen. In diesem Fall auf der gleichen Datei, macht ebenfalls einen lokalen Commit und muss vorher einen Pull vom Server machen. Also, was ist am Server? Hol mir bitte die aktuellste Version. Wie gesagt, der ganze Prozess, Commit, Pull, Push und so weiter, in einem anderen Video bereits gezeigt. Seht euch das an, falls ihr es noch nicht wisst. Jetzt wird nach dem Pull wird dieser Merge gemacht. Also das Zusammenführen dieser beiden Versionen mit allen Änderungen von allen Beteiligten.
Aber er wird lokal gemacht, und zwar auf der Maschine der Entwicklerin. Warum? Das macht auch Sinn. Selbstverständlich macht es Sinn, weil dieser Merge ja jetzt zwar also softwaretechnisch vielleicht okay ist und vielleicht auch wirklich vollautomatisiert funktioniert hat, aber natürlich die Frage ist, funktioniert die Software dann auch noch? Geht das noch, wenn man dort und da eine Zeile dazu und weg tut, wenn man so automatisch irgendwas zusammenfügt? Für Software sind es nur Texte und Zeilen, der ist das egal. Nur ob es semantisch und syntaktisch noch einen Sinn macht, ist eine andere Geschichte. Und deswegen macht es auch Sinn, dass diese Merge lokal ist, damit diese noch überprüft wird von einem Menschen. Und wenn in diesem Fall die Entwicklerin sagt, okay, das ist alles toll, dann committet sie diesen Merge und zwar wieder lokal. Wir committen ja immer lokal in das lokale Repository und machen dann einen Push, in diesem Fall von beiden Commits. Und zwar dem lokalen Commit, den sie vorher schon gemacht hat, und dem Merge-Commit, der entstanden ist durch das Merging. In diesem Szenario war es brutal einfach. Ja, oben kommt eine Zeile weg, unten kommt eine Zeile dazu. Was, wenn beide die gleiche Zeile verändern wollen oder verändert haben? Tja, was ist dann? Also in diesem Fall, wie gesagt, ist es total einfach. Da passiert dieser Merge vollautomatisch, wir brauchen uns nicht darum kümmern, alles ist toll. Auch wenn beide unten eine Zeile geändert haben oder eine Zeile dazugefügt haben oder auch gelöscht, wobei meistens ist es geändert oder hinzugefügt, dann gibt es ja mehrere Varianten. Ja, entweder die blaue Variante zieht, die grüne Variante zieht oder das blaue kommt vor dem grünen oder das grüne kommt vor dem blauen. Es heißt ja nicht, dass immer so ein, was hier als Strich dargestellt ist, immer eine gesamte Funktion ist. Vielleicht ist es nur ein If-Statement, vielleicht ist es nur eine Variable, eine Wertzuweisung zu einer Variablen oder wie auch immer. Also kann es durchaus auch einen groben Unterschied machen, ob blau vor grün oder grün vor blau ist. Das heißt, wenn es die Software nicht vollautomatisch kann, weil es die gleiche Zeile war, weil nicht entscheidbar ist, vollautomatisiert, welche Variante zuerst kommt, ob eine oder die andere kommt oder ob beide kommen und dann in welcher Reihenfolge, dann entsteht ein sogenannter Konflikt. Das Schöne ist, Konflikte kann die Software erkennen, die Versionsverwaltungssoftware, und wird diese aufzeigen. Das heißt, die Software sagt, Achtung, hier ist ein Konflikt, lieber Entwickler, jetzt bist du dran. Du musst manuell prüfen, welche Variante soll, also der hier vier dargestellten, grün, blau, blau-grün oder grün-blau. Welche der vier Varianten ist es? Oder ist es vielleicht ganz eine andere, dass es die Kombi macht oder gar nichts mehr davon oder wie auch immer. Aber auf jeden Fall, der Konflikt wird erkannt und dieser Konflikt wird dann dem Entwickler gezeigt und dieser muss sich um das Lösen des Konfliktes kümmern. So einen Konflikt lösen ist nicht immer toll. Ja, man muss sich nämlich um den eigenen Code kümmern und um den Code, den jemand andere geschrieben hat. Man muss versuchen, sich in die Gedanken des anderen hineinzuversetzen, um beurteilen zu können, okay, was hat sich der dabei gedacht, warum hat der den Code so geändert, wie er ihn geändert hat. Und ist das vielleicht richtig oder richtiger und ersetzt das meine Änderung oder sind beide notwendig oder wie auch immer. Das ist nicht unbedingt spaßig. Und gut, also auf jeden Fall muss er manuell gelöst werden. Und jetzt so ein kleiner Profi-Tipp. Eine gute Arbeitsteilung und häufige Commits reduzieren die Wahrscheinlichkeit für Konflikte. Also nicht nur Commits, sondern Pushes, aber das reduziert die Wahrscheinlichkeit. Denn wenn ich selten committe und viel Code ändere, dann bin sehr wahrscheinlich ich verdienterweise der Leidtragende, der den Konflikt auch lösen muss. Denn wenn die anderen häufig committen, nach jedem kleinen Bugfix, nach jedem kleinen Feature, und ich mache das nicht, und ich hole mir nach Tagen, Wochen oder Monaten die neue Version, dann habe ich es verdient, den Konflikt, der auftritt, lösen zu müssen.
Also, committet häufig, dann passiert euch das nicht. Und wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo da.